Wenn Sie Ihr Gebäude aus Allplan exportieren wollen und in Google Earth darstellen wollen, haben Sie im Umgebungsmenü aus der Animation Ihren Standort abgegriffen und dann können Sie diese Daten als 3D-Daten exportieren, in dem Fall im Google Earth-Format. Per Rechtsklick im Animationsfenster können Sie im Kontextmenü 3D-Daten exportieren, in diesem Fall VRML, DAE, KMZ. Wenn wir dies exportieren, wählen wir die Stelle aus, an welcher wir die Daten abspeichern, vergeben unten einen Dateinamen und wählen noch den Dateityp aus, die KMZ-Datei. Dann wird das gespeichert. Wenn Ihr Haus an anderer Stelle liegt, können Sie es hier noch zum Nullpunkt verschieben lassen, was wir nicht machen. Es geht auf OK. Es wird abgefragt, ob die Datei mit der verknüpften Applikation mit Google Earth gleich direkt geöffnet werden soll. Hier können Sie auf Ja klicken. Dann wird Google Earth gleich geöffnet. In Google Earth wird dann an die Stelle herangezoomt, wo Sie die Koordinate abgegriffen haben, und die Datei wird geladen. Wenn die Datei geladen ist, können Sie in Google Earth Ihre Daten in der Umgebung anschauen und sehen, wie hier Ihr Gebäudemodell, vielleicht mit weiteren Daten, dazu geladen wurde.